that you are attacking our news organization. Not can you give us a chance? Your organization. You are attacking terrible. Our fake category. You are fake news. Fake news, fake news, fake news. Fake, fake, fake news. Fake news, folks. A lot of fake. Fake, fake news. Fake news. Fake news. Der Unterstützung vom Klaus Doppler, der Pfarrer der katholischen Kirche in Gönnekirchen, durfte ich rund um die Kirche und um den Pfarrplatz ein Projekt verwirklichen über das Thema Fake News und was passiert, wenn die Wahrheit stirbt. Unterstützt haben das auch die katholische Jugend und die Pfadfinder Engelwitzdorf Gönnekirchen. Warum dieses Projekt? Es wird in den Medien gelogen, diffamiert, gehetzt und mittlerweile, glaube ich, ist das an jeden komplett egal. Der Trump kann lieren, nachweislich schon über 100 Mal, die Leute ist das egal. Der Johnson, Boris Johnson von England, hat nachweislich gelogen, dass zum Brexit gekommen worden ist, hat das auch später zugegeben, die Leute ist das egal. Ich denke mir so, dass Fake News irgendwie schon cool sind. Jeden ist egal, keiner sieht mehr Gefahr. Ich denke für mich selber, dass ein Problem ist für mich selber, für die Jugend, für Europa und vielleicht sogar für die ganze Welt. Zu diesem Thema wollte ich speziell da in Gönnekirchen ein Projekt machen, wie gesagt mit dem Namen Fake News und was passiert, wenn die Wahrheit stirbt. Ich habe den Vorplatz von Gönnekirchen komplett im Boden mit Zeitungen ausgeklebt und zugeklebt. Aus diesen Zeitungen heraus, wo wahrscheinlich irgendwo auch Fake News enthalten sind, haben sie die Menschen, die sind dargestellt durch die Puppen, haben die Fake News aufgenommen und sind total von Fake News erdrückt worden. Das soll diese Menschen darstellen. Zeitgleich bewegen sich auf diesem Gelände Kokons, das haben die Pfadfinder der englischen Kirchen, haben diese Kokons dargestellt, das sollen Menschen darstellen, die was von Fake News noch nicht ganz einvernommen worden sind. Unter anderem bewegen sich auch Menschen, Zeitung lesend auf dem Vorplatz. Die Frage ist für mich, nehmen sie Fake News an oder nehmen sie es nicht an? Das ist der Hintergrund gewesen am Vorplatz der Installation. Weiters habe ich dann im Schlachthof, wo wir uns jetzt gerade befinden, eine kleine Ausstellung zusammengestellt, wo sie sich um das Thema Fake News und was passiert, wenn die Wahrheit stirbt, kann man sich anschauen, wie ich zu dem Thema stehe und was aus meiner Sicht passiert, wenn die Wahrheit stirbt. Unter anderem auch im Durchgang in Gosthaus Retro. Das ist circa ein Monat offen, von Freitag bis Sonntag. Und ich würde mich freuen, wenn das einige oder mehrere Personen besichtigen würden und ein bisschen nachdenken über Fake News. Und quasi aus meiner Sicht gibt Fake News keine Chance. Mir hat der Leopold Hackl Lehner sehr früh von diesem Projekt erzählt und ich war von Beginn an sehr begeistert.
Ich habe auch sehr ermuntert und ich habe mich wahnsinnig gefreut, wie von der Pfarre, namentlich von Klaus Doppler, die Erlaubnis dazu gegeben worden ist, dies rund um die Kirchen darzustellen. Ich habe da einen eigenen Zugang. Als gelernter Theologe ist ja mir sofort die Kombination gekommen. Fake News sind oft Bad News. In der Kirche sollte ja eigentlich Good News, Evangelium, das Evangelium heißt eigentlich gute Botschaft, gute Nachricht, verkündet werden. Was heißt diese Konfrontation? Als Kultur- und Integrationsausschuss hat man, muss ich dazu sagen, dass mir so Projekte in der Integration überhaupt sehr gefallen. Weil sie bringen was auf den Punkt, sie verdichten was, was man vielleicht mit Worten nicht ausdrücken kann. Und das ist in dem Fall passiert. Also ich bin sehr begeistert gewesen, auch von diesem Engagement, was hinter diesem Projekt steckt, an diesen vielen Arbeitsstunden. Und inhaltlich beschäftigt mich vor allem eines. Ich habe einmal den Satz gelesen, die Wahrheit ist das erste Opfer eines Krieges. Und jetzt sehen wir, dass wir nicht unmittelbar in einem physischen Krieg sind, aber was derzeit passiert mit der Wahrheit und wie man mit Worten tötet oder versucht zu töten, fertig zu machen, das ist für mich ein großes Abzeichen. Daher sind alle Anstrengungen wichtig, wieder das Wort zu retten, die Wahrheit, wenn sie auch es nicht gibt, ja, aber sich das Ringen um die Wahrheit zu retten, denn sonst gehen wir schlechten Zeiten in der Demokratie entgegen. Für mich ist es aber ein Projekt der Hoffnung, weil wenn jemand sich so engagiert wie Hackl Lehner, dann ist das ein Hoffnungszeichen. Es ist ein Aufbäumen gegen die sagenhaften Lügen, die uns umgeben. Und das muss man unterstützen und das gibt mir Hoffnung. Das Thema Fake News beschäftigt mich mittlerweile sehr lange, weil ich immer wieder mitbekomme, wie schnell Unwahrheiten weiterverbreitet werden, wie unreflektiert Unwahrheiten übernommen werden. Menschen bewegen sich heute vielfach in ihren Echokammern, in ihren eigenen Bereichen und sind immer bereit, in den Austausch zu gehen, auch kontrovers. Insofern hat mir das Projekt dann vom Hackl Lehner Leopold sehr gut gefallen, schon bei der Beschreibung. Wir haben nämlich vom katholischen Bildungswerk auch vor, dieses Thema aufzugreifen, möchten uns dieser schweren, durchaus herausfordernden Thematik auch stellen und da hat es bestens dazu gepasst. Auch die Rolle der Kirche ist gefragt, was heißt es für uns, wie gehen wir mit der Wahrheit um? Auch bei uns gibt es Beispiele, dass das nicht immer so perfekt läuft. Wie können wir glaubwürdig sein, indem wir bei der Wahrheit bleiben? So wünsche ich uns und dem ganzen Projekt, dass das gelingt, dass es aufrüttelt. Denn wozu Fake News führen, das sieht man in diesem Raum bestens.